Angela Merkel, man kann ihr sicherlich viel vorwerfen, aber hochgebumst hat sie sich nicht. Wer hätte das auch machen sollen? Meine Fresse, also ich weiß nicht. Hochgebumst, Angela Merkel. Das wäre, wer hätte mal, auch dieses Geheimnis wird Helmut Kohl mit ins Grab genommen haben. Was? Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kennt ihr den noch? Helmut Kohl ist auch schon tot. Meine Fresse. Die jungen Leute, das ist ja, du hast ja so Bettnässer, die kennen ja nichts. Die kennen Helmut Kohl nicht. Die kennen nur, was wir haben zusammen. Und wir werden noch alle gemeinsam, wenn wir hingehen, einer wie auch immer gearbeitet. Die kennen nichts. Ich als der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Das war wirklich, ne, das, da läuft es einem so ein bisschen warm den Rücken runter, wenn man das so hört. Der Typ war auch geil, 1982 gewählt. Ich habe das noch vor Augen, wie Helmut Schmidt, ne, ihm gratuliert hat. Das war geil. Helmut Schmidt, SPD, SPD-Kanzler, wisst ihr noch? Nee, denn ja, hinterher, als er im Amt war, war der nicht so beliebt. Hinterher ja. Der war ja so ein Schnösel, weißt du, so ein Hamburger Schnösel, bürgerlich, so ein Angebertyp, der konnte Klavier spielen, der hat mit dem Philharmonischen Orchester hat er Konzerte gegeben. Was ein Angeber, weißt du? So richtig, ja, und Weltökonom, der konnte alles erklären. Und was, nee, sowas wollen wir doch nicht, so ein Überflieger, weißt du, so ein Experte. Scheiße, wir wollen Leute. Und dann kam Helmut Kohl, der Typ, der kam aus Oggersheim, Oger. Der war ja der 3 Meter groß, riesen viel. Wenn der grün gewesen wäre, der Oger aus Oggersheim, da hätten wir gesagt, guck mal, Schreck ist schon da. Ne? Und der ist nur mit dem Bollerwagen durch die Landschaft, der hat immer einen Saumagen, Fels zur Lambert, der hat so Fressen, Taufen, Wasser, das ist eine Geschichtlichkeit. Mehr hat der nicht gemacht. Ne? 16 Jahre im Amt, mit welcher Aussage? Ich als der Bundeskanzler der Bundesrepublik, der konnte kein Englisch, der konnte kein Französisch, der konnte noch nicht mal Deutsch. Da haben sie 2 Sätze beigebracht. Ich als der Bundeskanzler der Bundesrepublik, blühende Landschaft, nur so. Ja, nix, deswegen hat er sich mit Merkel auch so gut verstanden. Die haben sich wahrscheinlich dann irgendwann mal getroffen, aber Geschichtlichkeit, das ist der Bundeskanzler. Ja, Helmut, da hast du recht, da müssen wir mal also gemeinsam, wir auch mal, ich denke, also auch gerade in Hinsicht einer wie auch immer gearteten Lösung, wo man alle zusammen, also du bist mir immer sympathischer, Angel. Wie heißt du? Ich sag mein Mädchen, weißt du, das ist einfach mal so eine Geschichtlichkeit, das ist der Bundeskanzler. Helmut, also da muss ich sagen, das haben wir auch, und ich würde, das könnte ich jetzt den ganzen Abend so weitermachen, weißt du? Ich habe neulich, fand ich auch lustig, Till Schweiger, den kann mittlerweile keiner mehr leiden. Dann hat er dieses Keinohrhasen gemacht. Da habe ich gesagt, so, das sind Männerfilme der Zukunft. Da müssen wir hinkommen. Und dann kamen noch 2 Ohrküken, habe ich gesagt, wenn jetzt noch kein Schwanzmänner kommt, dann kriegst du von mir ein Bundesverdienstkreuz. Ne? Aber was kam? Nick Schiller. Da habe ich gesagt, völlig falscher Ansatz. Er mit einer Knarre, wie das passiert, wenn man Männern eine Knarre in der Hand drückt. Dann macht er so auf Bruce Willis für Arme. Ganz, ganz peinlich. Hat mich echt gekränkt, hat mich das regelrecht. Und dann noch eine Frau als Bösewichtin. Das passt nicht. Das war diese Helene Fischer. Sie hat, wie gesagt, bei diesem Tatort mitgespielt. Da war sie so eine Mafia-Braut. Das fand ich eine Fehlbesetzung. Ich hätte sie lieber als Leiche gesehen. Sie liegt tot auf der Reeperbahn. Ein betrunkener Anwohner entdeckt sie morgens 6:30, kommt als Letzter aus der Kneipe raus. Ja, ist ja klar, ne? Was ist das denn? Da liegt eine Frau. Schon erkannt. Aber das ging aber schnell. Ey, Hattingen, ihr seid aber gut drauf, du. Habt ihr schon erkannt, ne? Udo, ne? Ist so geiler Typ, ne? Ist auch hier locker, ne? Ja. Ja, also Helene Fischer liegt also da tot rum und Udo kommt zu Reeperbahn, ich komm an, du geile Meile, auf der ich kann, dann sieht der Helene, so ist das ja eine Frau, ne, das ist eine Frau, ne. Sind sie aus dem horizontalen Gewerbe oder was? Dann sieht er aber, ne, ist tot, ne, ist ja auch. Total tot, ne? Töter geht's gar nicht, siehst du sofort, ne? Die hat ein Silbereisen im Nacken, ne? Da machst du gar nichts mehr, weißt du? Und Udo so, ne? Sie atmet überhaupt nicht mehr. Düm. Und dann springt Helene auf und singt natürlich atemlos. Ja, das wäre ein Musical geworden. Stattdessen Ballerscheiße mit Till Schweiger, weißt du? Ja, das passt ja, wie gesagt, stimmlich, allein von der Stimme her nicht. Weil wenn der die Fresse aufmacht, man, ne? Der sieht gut aus, Knackarsch, da wäre sogar ich ratig. Nur wenn er die Fresse aufmacht, dann denkst du dir, um Gottes Willen, du heißt Schweiger, halte dich dran, da hat sich jemand was bei gedacht. Ich mach das mal vor. Haben ja auch hier schön Kinoleinwand. Da machen wir jetzt mal Ingo Kino, ne, Ingo Tatort und jetzt geht so eine Schießerei. Am Anfang immer Schießer. Legen Sie die Waffe auf den Boden. Und stehen Sie so ganz langsam zu mir rüber. Sonst baller ich dir die Birne weg, du Arschloch. Na, wird's ist vorbei.
Ist wobei. Aber danke schön. Sehr, sehr schön. Aber gleich erkannt. Also, das kann man ja schon als Schlusswort machen. Der spricht ja immer so. Auch wenn er nicht besoffen ist. Da kriegen halt die Zähne nicht so richtig auseinander. Ja, die Frauen mögen ihn aber dafür. Wir sagen, wer so klingt, kann ja nicht gefährlich sein. Weißt du, aber im Prinzip, wenn der auch noch länger redet, dann haben wir es nicht hängen. Ne? Also, wenn es für einen Sinn, den kannst du im Prinzip zwischen Angela Merkel und Helmut Kohl stellen. Passt da genau rein. Ne? Ja, ne? Ja, also, der Till ist auch so, ich kenne Till nicht, Schwester und Schwester. Ja, die Schwester kann auch nicht sein, aber Merkel ist ja nicht aus. Aber, weißt du, ja, Till, also, wenn ich dir so sehe, also ganz ehrlich, muss ich sagen, und er so. Also da wäre noch was mir ganz wuschig. Also jetzt reicht es mir aber langsam. Mir fehlt eigentlich nur noch eine. Eins, zwei, drei. Was? War das wirklich? Lieber, ne? War das so? Ja, das ist ja. Also jetzt werde ich aber langsam mal. Ich blicke gar nicht mehr so. Ne, also das ist wirklich schön. Lieber nichts verstehen, als alles falsch verstehen. Kleine Affäre. Lasst uns eine große draus machen. In diesem Sinne, Dankeschön. Hattingen, war ein toller Abend. Danke.